Das ist der Health Horizon Podcast. Der Podcast, der sich mit aktuellen Trends im Schweizer Gesundheitswesen und darüber hinaus beschäftigen tut. Eine Produktion von PwC Schweiz. Herzlich willkommen zu der allerersten Folge von The Health Horizon. Mein Name ist Andrea Degen und ich bin Digital Health Consultant bei PwC Schweiz. In der allerersten Episode durfte ich den David Roman von PwC Schweiz interviewen. Er ist Leiter Digitale Transformation im Healthcare-Bereich. Und was für mich sehr spannend war, sind drei Themen, die wir angeschnitten haben. Und zwar der erste Punkt war, dass eben Digitalisierung nicht gleich digitale Transformation ist. Dass es eben massiv weitergeht als nur Digitalisierung von Prozessen. Der zweite Punkt war sicher auch eben der ganze Nutzen, was digitale Transformation mit sich bringen tut. Und insbesondere die Effekte, beispielsweise auf aktuelle Themen wie Fachkräftemangel, aber auch drohende Margen, die immer sinken tun, dass das einen grossen Benefit hat. Und der dritte Punkt war rund um das Thema Finanzierung. Wenn man insbesondere anschauen tut, dass die ganze Finanzierung immer wieder bei der ICT anfallen tut, aber eben, dass der ganze Nutzen nachher beim Business effektiv entsteht und dass eine gewisse Diskrepanz ist, das war für mich sehr interessant, das nochmal von David zu hören, entsprechend von spannenden Beispielen. Und ich glaube, der grösste Nutzen findet nachher wirklich auch statt, wenn alle im Gesundheitswesen mitmachen tun, und dort hat man nachher wirklich den ganz grössten Nutzen. Aber alles andere jetzt im Gespräch. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen, David Roman. Danke vielmals für die Einladung. Schön, bist du da. Bevor wir aber starten mit der ersten Frage, möchte ich dir schnell kurz auch Gelegenheit geben, David, dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen. Sehr gern. Ich bin der David, ich bin Partner bei PwC in der Gesundheitsberatung und ich verantworte den Bereich von der digitalen Transformation. In dieser wirklich super spannenden Rolle helfe ich Spitälern auf ihrem Weg in die Digitalisierung, digitale Transformation, und hilft ihnen dort auch, die richtigen Mittel, die richtigen Prioritäten und die richtigen Strategien zu finden. Und da werden wir jetzt sicher die nächsten paar Minuten noch drüber reden. Wenn man sozusagen digitale Transformation anschauen tut, ist das ein grosses Buzzword, das auf vielen Messen und Veranstaltungen immer wieder gebraucht wird. Doch ich möchte gerne ein bisschen mehr wissen von dir, David. Was ist für dich digitale Transformation? Ja, ich bin froh um die Frage. Ich glaube, man muss wirklich unterscheiden zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation. Bei der Digitalisierung tun wir einzelne Schritte in einem Prozess oder vielleicht auch mal einen ganzen Prozess von einer manuellen auf einen digitalen Weg eigentlich umstellen. Und das ist das, was wir eigentlich die letzten Jahre die ganze Zeit auch gemacht haben. Bei der digitalen Transformation auf der anderen Seite müssen wir wirklich neu denken, wie dass wir die Leistungen, die medizinische Erbringung, wie wir das in Zukunft machen werden. Die Frage ist wirklich, wer macht in Zukunft welche Leistung, wie, an welchem Ort. Und selbstverständlich werden diese Sachen dann auch sehr stark mit Technologie unterstützt werden. Und das ist eben sozusagen die digitale Transformation im Vergleich zu der Digitalisierung. Und ich bin wirklich ganz fest davon überzeugt, wir sind jetzt an einem ganz wichtigen Punkt in der Gesundheitsversorgung, wo wir eben, weil wir den Druck haben, weil wir eben müssen neu denken, ganz ein grosses Potenzial haben, mit dieser digitalen Transformation grosse Herausforderungen anzugehen, die irgendwo auch können zu adressieren. Ich bin auch davon überzeugt, wir werden mit digitaler Transformation nicht alle Probleme lösen. Aber ganz viele Themen, die heute auf dem Tisch stehen, bei den Spitälern, sei das finanzieller Druck, sei das Effizienz, sei das Fachkräftemangel etc. etc., kann man mit einer digitalen Transformation teilweise entlasten. Danke vielmals. Wenn ich jetzt mal dafür erlaube, klingt natürlich auch noch ein bisschen theoretisch das Ganze, oder? Wie sieht das noch in der Praxis aus? Digitalisierung im Gesundheitswesen und insbesondere im Spital findet für mich auf drei verschiedenen Ebenen statt. Einerseits im Patientenerlebnis, also wie man mit dem Patienten kommuniziert und was er für Informationen bekommt, im eigentlichen medizinischen Behandlungskontext und natürlich auch, um das Spital effizienter machen.
Mit der digitalen Transformation wollen wir auch wirklich den Prozess anstoßen, um zu überlegen, wo machen wir in Zukunft welche Behandlung, wie und vielleicht auch an welchem Ort. Das kann man ja alles heutzutage ganz anders anschauen als früher. Es ist auch so, dass heute bereits sehr viel Technologie im Einsatz ist, beispielsweise Artificial Intelligence oder Machine Learning und insbesondere im Bereich von der Diagnostik oder auch im klinischen Kontext. Ich bin der Meinung, es gibt wie verschiedene Themen und verschiedene Ansätze. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Do-It-Yourself. Also warum muss alles der Arzt machen oder warum kann man nicht gewisse Aufgaben, wie zum Beispiel das Ausfüllen von Stammdaten oder zum Beispiel Allergien, warum kann man das nicht dem Patienten direkt abgeben? Dem sagt man Do-It-Yourself. Und das zweite wichtige Konzept, das da im Zusammenhang ist, ist Do-It-At-Home. Also warum müssen wir für alles die Patienten ins Spital holen? Es ist erstens ein grösseres Risiko für Infektionen, wir haben keinen Platz, es ist alles voll. Also warum nicht gewisse Themen, die man kann, wirklich ins Zuhause vom Patienten verlagern, wo er sich als Patient sowieso viel wohler fühlt. Und das dritte Thema ist digitale Lösungen einsetzen, wo es überall geht. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel die Apple Watch. Da gibt es ganze Haufen Themen, die heute schon mit einer Apple Watch aufgenommen werden können. Und wir tragen das ja heute schon überall mit uns um. Also warum das nicht nützen? Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man versteht, wenn man solche Geräte hat, dann sammelt man nicht einfach einzelne Datenpunkte, sondern man ist in der Lage, strukturierte Daten über eine viel längere Zeit auszuwerten. Das heisst, es ist auch viel einfacher, zum Anomalien zu erkennen, als wenn ich einmal pro Jahr zum Arzt gehe und merke, okay, jetzt hat der David Bluthochdruck. Ja, was heisst denn das jetzt? Hat er das früher auch schon gehabt oder haben wir es einfach vorher nicht gemerkt, weil wir es gar nicht gemessen haben? Von dem her, die Art und Weise, mit Daten, strukturierten Daten über Zeitreihen hinweg Sachen anzuschauen, ist eine ganz andere Möglichkeit, um auch andere Auswertungen zu machen. Ja, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, den Nutzen. Wenn man die heutige Ausgangslage anschauen tut oder rund um die ganze Digitalisierung, digitale Transformation, ist ja das recht komplex. Manche würden auch sagen, dass die digitale Transformation als sozusagen allumfänglicher Lösungsbringer sollte sein, wobei manchmal das ja auch nicht der Fall ist, oder? Und auf der anderen Seite dennoch, was denkst du, was muss für ein Umdenken stattfinden, dass eben auch wirklich das ganze Thema rund um digitale Transformation zum wichtigsten Topic wird? Also, dass es das einzige Mittel ist, das uns aus der Krise führt, da bin ich ganz fest überzeugt, ist es nicht. Es braucht ganz viele andere Themen. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Element, das uns wirklich unterstützen kann. Und du hast das richtig gesagt, wir sind in einer hochkomplexen Ausgangslage. Die Spitäler sind enorm unter Druck, das haben wir auch in der diesjährigen Studie wieder gezeigt. Die Marge bricht zusammen, wir haben einen riesen Fachkräftemangel und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir jetzt von politischer Seite einen riesen Wirbel und ganz, ganz viele Veränderungen werden haben in den nächsten Jahren. Wir haben gesehen, wie lange das geht, dass einzelne kleine Veränderungen auf der Tarifebene oder bei der Finanzierung oder bei den Anreizsystemen gemacht werden. Von dem her bin ich überzeugt, dass die Digitaltransformation wirklich eins von den Elementen ist, das helfen kann, die jetzige Situation zu entschärfen. Und zwar sowohl auf der Ebene von der Produktivität, also wie können wir ein Spital produktiver machen, aber auch zum Thema Bekämpfung vom Fachkräftemangel. Da bin ich auch überzeugt, dass die Digitaltransformation unterstützen kann. Sie kann es nicht lösen, aber sie kann unterstützen. Verbesserung von der Vorsorgequalität ist ein ganz wichtiges Thema. Aber auch die Förderung von integrierten Behandlungspfaden, also sozusagen von einem Leistungserbringer zum anderen, vom Arzt zum Spital, vom Spital in die Reha, vom Spezialist. Und da kann digitale Transformation eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und letzten Endes, wir sind uns heute so gewöhnt, im Privaten die ganze Zeit mit irgendwelchen Gadgets zu spielen. Jeder von uns hat ein Webmail, völlig selbstverständlich. Die meisten Leute haben ein iPhone. Sie sind sich so gewöhnt, dass man alles digital macht.
Und ich glaube, für mich als Patient ist es jedes Mal ein bisschen ein Frust, wenn ich sehe, wie viel Papier und wie oft das dann von Anfang an wieder deine Geschichte erzählen muss, etc. Also ich glaube, die digitale Transformation kann auch da im Umgang mit der Patientenerwartung ein richtiger Gamechanger sein. Und ich glaube auch, dass es Spitäler, die das arbeiten, in dem Bereich wirklich einen Unterschied zu machen, in der Zukunft einfacher haben werden, ihre Kunden zu behalten. Ja, das ist ein sehr spannender Aspekt, den du da beleuchtest. Ich möchte gerne auf zwei Punkte noch ein bisschen tiefer eingehen. Und, du hast erwähnt, die ganze natürlich Produktivitätssteigerung, was ein sehr zentrales Thema ist bei den Spitälern oder allgemeinen Leistungserbringern. Aber auch ganz wichtig natürlich, auch, wie du es vorher erwähnt hast, wir leben in einer digitalen Welt und dementsprechend gehen natürlich auch die Erwartungen von den Patientinnen und Patienten auf. Kannst du mir da noch ein bisschen mehr Kontext dazu geben? Ja klar, fangen wir an mit der höheren Produktivität. Es stellt sich wirklich die Frage, inwieweit Investitionen in die Digitaltransformation tatsächlich einen direkten Effekt zur Steigerung haben. In der gängigen Literatur ist es schwierig, um wirklich wissenschaftlich anerkannte Daten diesbezüglich zu finden. Auf der anderen Seite wissen wir alle aus dem Privaten, dass Digitalisierung helfen kann, dass wir schneller sind in dem, was wir machen. Beispielsweise Bankgeschäft oder auch zum Beispiel Reisebuchen und solche Sachen. Wir haben im Rahmen vom PwC Finanzforum letztes Jahr die Frage an über 60 C-Level gestellt aus dem Spitalbereich, was sie der Meinung sind, wie viel Produktivitätssteigerung aus der digitalen Transformation zu holen ist. Und mehr als die Hälfte, also wesentlich mehr als die Hälfte, haben gesagt 4, 5, 6 oder 7%. Also das sind nicht unerhebliche Zahlen. Und ich glaube, man kann auch sehr gut unterscheiden in der administrativ und patientenadministrativ näheren Prozesse, oder beispielsweise HR, Finanzen, Patientenaufnahme, Faktura und so. Dort sehen wir ein sehr grosses Potenzial für Effizienzsteigerung mit Technologie. In anderen Bereichen, wo dann wirklich sehr patientennäher sind, ist die Effizienzsteigerung eigentlich wahrscheinlich weniger gross. Aber in der Mitte, also wenn man die zwei zusammennimmt, ist es immer noch so, dass wir davon überzeugt sind, dass die Digitaltransformation mehr Effizienz bringt, als was sie eigentlich kostet. Der zweite Teil von der Antwort zu der Patientenerwartung würde ich gerne dahingehend beantworten, dass wir alle feststellen, in fast jeder Strategie, die wir unterstützen dürfen, bei Spitälern, dass der Patient dort immer im Mittelpunkt vom Geschehen steht. Und in Realität ist das halt oft wirklich nicht so. Das heisst, wir tanzen dann als Patienten rund um Kliniken, rund um Ärzte, rund um Termine, wo überhaupt nicht individuell sind. Und ich glaube wirklich, wie ich gesagt habe, wir haben über die letzten 20 Jahre die Digitalisierung in unserem Privatleben völlig unbewusst und auch niederschwellig eigentlich aufgenommen. Und intuitiv würde man ja wünschen, dass das Gesundheitswesen genau gleich dort ist. Und das merken wir einfach, die Leichtigkeit im Umgang mit Daten, mit Apps, mit Devices und Connectivity, das sind alles Themen, die heute weit weg sind im Alltag vom Spital. Oder? Es ist heute sehr viel auf isoliert, also jede Klinik ist oft isoliert. Analysen sind analysiert und natürlich findet sie dort irgendwo wieder zusammen, wenn ein Arzt die Beurteilung macht. Aber für mich als Patient, wo ich sage jetzt mal im Mittelpunkt stehen soll, für mich ist das nicht spürbar. Also für mich ist es immer noch ein grosser Koloss mit Papier, mit ganzen Haufen Eingängen. Ich habe keine Ahnung, wo ich im Prozess stehe, wer ist für mich zuständig. Und von dem her, das ist ein ganz relevanter Punkt, glaube ich, wenn wir Patienten auf dem Weg nicht verlieren wollen, dann müssen wir viel, viel mehr in ihre Denken hineinkommen. Und beispielsweise haben wir verschiedenste Arten von Patientenpfaden, die wir überall sehen, kommen. Aber die meisten von diesen Patientenpfaden sind einfach Theorie. Oder? Das heisst, man merkt dort noch nicht viel davon als Patient. Ja, jetzt haben wir viel über den Nutzen gehört von dir, David. Ich möchte jetzt auch noch ein bisschen den Fokus auf die ganze Umsetzung setzen. Weil meine, vieles klingt in der Theorie sehr gut, wenn man es aber auch noch wirklich anschauen tut, was muss denn effektiv gemacht werden, dass das auch wirklich kann
erreicht werden. Ich möchte jetzt vielleicht noch ein bisschen auf den Fokus von der Finanzstudie darauf eingehen. Ich meine, ihr habt sozusagen ein sogenanntes Haus vorgestellt. Kannst du uns dort noch ein bisschen mehr dazu sagen? Wir haben immer wieder Kunden, die kommen und sagen, sie haben eine coole Idee für zum Beispiel personalisierte Diagnostik oder für eine personalisierte Behandlung. Und wenn wir dann das diskutieren, dann merken wir, dass das eine super coole Idee ist, aber eigentlich weit von der Realität weg. Und darum haben wir ein Haus von der digitalen Transformation aufgebaut. Und die Idee dahinter ist, es gibt ein Fundament und an dem Fundament müssen gewisse Bedingungen oder gewisse Themen angegangen werden, bevor man eigentlich dann kann auf die nächste Stufe, also den ersten Stock haben wir sozusagen dem Thema digitale Businessmodell gewidmet und dann im zweiten Stock oben, also im Sinne von noch weiter rauf, dann reden wir dann wirklich von Tech-enabled Mehrwert, also wirklich das ganze Personalisierte und die Grundidee dahinter ist, dass man eine Basis schaffen, wo man darauf aufbauen kann. Also die Idee ist, man tut zuerst die Basis fixieren, bevor man in den ersten Stock geht und vom ersten dann in den zweiten, also analog von einem Hausbau. Und ich glaube, die Analogie stimmt auch von dem her recht gut. Das Problem, das man oft sehen, ist, dass man, wenn man ein Fundament baut von einem Haus, dann bringt das zwar Stabilität, aber rein für mich als Bewohner vom Haus bringt es noch keinen Nutzen. Es kostet einfach mal zuerst. Und das ist dort, wo auch oft sozusagen der Journey of Digitalisierung scheitert. Oder? Also das heisst, dass man muss verstehen, dass man zuerst investieren muss und erst später dann wirklich davon profitiert. Wir haben immer das Gefühl, jede einzelne Applikation muss einen Return on Investment innerhalb von einem Jahr machen, sonst schaffen wir sie nicht an. In dem Fundament haben wir vier wichtige Pfeiler und ich würde die gerne noch schnell ein bisschen erörtern. Der erste ist Strategie. Eine Digitalisierungsstrategie ist für mich ein Teil von einer Corporate-Strategie. In dem Moment, wo es sozusagen schon losgelöst ist und die IT-Strategie komplett neben der Corporate-Strategie vorbeiläuft, können wir eigentlich mehr oder weniger schon fast wieder aufhören, weil Digitalisierung ist ein Mittel zum Zweck und nicht ein Selbstzweck. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch entsprechend so ausrichtet. Der zweite grosse Block im Fundament ist das Thema Kultur. Und da geht es nicht nur darum, dass die IT verstanden hat, was Digitalisierung ist. Es ist ganz wichtig, dass wir die Entscheidungsgremien, wo die Leute drin sitzen, die entscheiden, also ich sage jetzt zum Beispiel eine Geschäftsleitung, aber auch ein Spitalrat oder ein Stiftungsrat, dass das Wissen um das Thema Digitalisierung und Transformation dort auch verankert ist. Weil das sind die entscheiden. Und ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, dass man in Kultur und in die Mitarbeiter investiert. Also Stichwort beispielsweise Digital Upskilling. Also wie tue ich meine Leute mitnehmen auf dieser Reise? Nicht, dass sie abhängen. Muss ich auch bedenken, die meisten Ärzte und Pfleger sind nicht in den Beruf gegangen, weil sie eine grosse Faszination für Digitalisierung haben, sondern sie wollen sich um den Menschen kümmern. Das ist ja komplett richtig. Der dritte grosse Punkt in dem Fundament ist das Thema Organisation und Prozess. Wir können jeden Prozess digitalisieren, aber ein, sorry fürs Wort, Scheißprozess digitalisieren ist halt nachher einfach ein digitalisierter Scheißprozess. Und von dem her, ich glaube, es ist ultra wichtig, dass wir bevor wir digitalisieren, zuerst mal hingehen und sagen, wie wollen wir denn in Zukunft arbeiten? Haben wir einen standardisierten Prozess? Wie wollen wir den umsetzen und dann mit der Technologie kommen und sagen, wie können wir den Prozess automatisieren und nicht einfach hingehen und sagen, okay, ab morgen machen wir das, was wir vorher gemacht haben, aber einfach mit digitalen Tools. Das ist zu weit gegriffen, das ist eben dann Digitalisierung und nicht digitale Transformation. Und zu guter Letzt, der vierte Block in dem Fundament ist das Thema IT-Grundlagen und Governance. Es ist eine Tatsache, dass die meisten IT-Umgebungen in den Spitälern relativ alt, relativ viel Legacy-System, hochkomplex, eine riesige Anzahl von Applikationen beinhaltet und die meisten IT-Abteilungen, die ich kenne, sind fast mehr mit dem Betrieb als mit dem Change beschäftigt. Und darum ist es aus unserer Sicht
sehr wichtig, dass man wirklich das Thema auch irgendwo abkoppelt vom IT-Betrieb. Also Transformation, das soll eine eigene Gruppe, Truppe, Leute sein, die mitdenken, umdenken. Und IT muss natürlich sehr stark dort drin involviert sein. Aber auf der anderen Seite, sie sind auch ein Dienstleister gegenüber der Technologie, gegenüber der digitalen Transformation und als solche sollten sie sich auch verstehen. Ja, danke vielmals. Sehr spannend, wie ihr das Haus aufgebaut habt. Jetzt machen wir mal auch zu der Kostenseite. Ich meine, dass das nicht ganz gratis ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Kannst du eine gewisse Schätzung machen, was das überhaupt alles kosten tut? Oder ist man da absolut momentan noch am Raten? Also am Raten würde ich sagen, sind wir nicht. Wir wissen aus Projekten und aus Studien auch und auch das, was wir sehen bei grossen Spitälern, Unispitälern, Kantonsspitälern, dass wir ungefähr mit einem Einmalaufwand von 20% von der Gesamtausgabe rechnen muss. 20%, die sich über mehrere Jahre verteilen. Wir haben im Rahmen von der Studie ein Finanzmodell oder respektive eine kleine Kalkulation gemacht, was das jetzt sozusagen für die Schweiz bedeutet. Als Basis haben wir den stationären Umsatz von 2021 genommen, von allen Spitälern. Der liegt ungefähr bei 32 Milliarden. Und wenn wir jetzt sagen, wir bräuchten für eine Einmal-Transformation in der Schweiz 20%, dann würden wir ungefähr bei 6,4 Milliarden landen. Also das heisst, das ist ungefähr der Betrag, wo die Gesamtschweiz müsste aufbringen, um das Schweizer Gesundheitswesen umfassend zu digitalisieren. Außer dem Einmalaufwand gibt es natürlich dann auch wiederkehrende Kosten, das dürfen wir nicht vergessen. Und die schätzen wir auf ungefähr 1,6 Milliarden pro Jahr. Und damit ist auch relativ klar, dass die Zielvorgabe von diesen 10% EBITDA-Marge, die PwC vor ein paar Jahren publiziert hat, nicht mehr ganz stimmt. Eigentlich müssen wir jetzt ein paar Prozent aufgehen, was natürlich in der jetzigen wirtschaftlichen Situation, wo die meisten schon die 10% nicht verwünschen, eine ganz, ganz grosse Herausforderung ist. Und darum glaube ich auch, dass das der grosse Challenge wird sein, weil die meisten Spitäler haben erkannt, dass sie in die Digitalisierung und in die digitale Transformation investieren. Aber sie sind einfach dermaßen mit dem Rücken an der Wand, dass sie sich wie das nicht leisten können. Und darum bin ich auch ganz fest davon überzeugt, dass man sich überlegen muss, ob es Alternativen gibt bei der Finanzierung, also beispielsweise geschärte Infrastrukturen, gewisse Infrastrukturen, wo vielleicht anders finanziert wird als nur von den Spitälern, weil am Ende profitieren alle. Ja, 6,4 Milliarden ist doch eine Hausnummer. Auf der anderen Seite, wenn man so wieder in die Relation von unseren jährlichen Gesundheitsausgaben tut, wieder stellen von rund 85 Milliarden, ist es ja eigentlich auch nicht so viel, oder? Ich möchte jetzt auch überleiten zu der letzten Frage von unserer heutigen Sendung. Und zwar, David, wenn du mal so ein bisschen in Kristallkugeln schauen tust, wie sieht das Gesundheitswesen aus in ein paar Jahren, aber rund um das Thema Technologie und digitale Transformation, was schätzt du? Das ist eine sehr gute Frage und vielleicht würde ich deine paar Jahre in ein bisschen mehr wie ein paar Jahre nehmen. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich in die Zukunft schauen, dann spielt das Thema Interoperabilität eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das Thema integrierte Versorgung, Ökosystem. Ich glaube, dort liegt so ein bisschen der Schlüssel auch zu der Effizienz. Natürlich kann jedes Spital für sich effizient werden, aber wirklich effizient und wirklich digital transformiert werden wir eigentlich erst, wenn alle mitmachen. Wir müssen auch irgendwo überlegen, wie wir die Ressourcen, die wir haben, Personal, Infrastruktur, besser nutzen. Und zwar für das, was sie eigentlich gedacht sind. Das heisst, ich sehe da wirklich mehr Effizienz, ich sehe auch mehr Prävention drin, auch digital unterstützt. Da gibt es heute schon sehr, sehr coole Programme. Flexibere Versorgungsmodelle, auch die digital unterstützt. Ambulant digital ist das Stichwort, weniger Redundanz im System, weniger mehr Synergiewirkung. Und einerseits können Prozesse in den Spitälern natürlich dann auch effizienter gemacht werden, natürlich auch viel patientenzentrierter.
Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es in ein paar Jahren rund ums Thema Stammdatenmanagement einheitliche Plattformen gibt. Das ist ja heute angeschaut ein riesen Witz, dass wir jedes Mal uns komplett neu registrieren und dann checken müssen, bei welcher Krankenkasse dass wir sind und dass die Nachvollziehbarkeit der Daten nicht gegeben ist. Auf der anderen Seite wird so viel manuell hin und her geschoben. Das können wir alles automatisieren, verknüpfen, in einen Kontext bringen. Und ich bin überzeugt, dass da davon auch die Gesamtkosten, also du hast vorher die 85 Milliarden angesprochen, also ich glaube, wir müssen auch irgendwo überlegen, wie können wir den Anstieg dämpfen. Weil wir müssen uns bereit machen für eine Zukunft, wo mehr Personen, mehr Behandlungen, aber gleichzeitig weniger Personal zur Verfügung steht. Und ich glaube, da wirklich einer von den ganz grossen, relevanten Hebel, wo wir haben, ist, wie können wir mit Technologie und anderer Art, wie wir arbeiten, sei das wo, sei das wie, sei das mit wem, dass dort der Schlüssel drin liegt, um auch die Effizienz auf dem Gesamtsystem besser können zu nutzen. Und damit, sagen wir nicht, die Kosten sinken, aber vielleicht weniger stark steigen. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Schlusswort, dass eben auch die Kosten entsprechend so bleiben, wie sie sind und dass man auch wirklich die Chancen kann packen kann, die rund um das Thema digitale Transformation im schweizerischen Gesundheitswesen mit sich bringen tut. Ich möchte mich gerne verabschieden. Lob und Kritik sind immer sehr willkommen. Aber auch, falls ihr eine gute Idee habt für ein Thema, dann schreibt sie uns. Alle Angaben dazu im Beschreib von unserem Podcast. Und natürlich auch, wenn wir euer Interesse geweckt haben zu der aktuellen Finanzstudie, dann geht auf unsere Webseite und ladet sie ab. Bis dann wünsche ich euch eine ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wiederum heisst The Health Horizon.